ganz herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin heute seit 2 Wochen das erste Mal wieder in meinem Studiozimmer. Ich habe jetzt mir ein paar Mühe gemacht, habe hier auf der Seite mal meine ganzen Boxen beschriftet und habe hinten meine Schränke beklebt. Ich habe jetzt hier praktisch die Malmkommode und noch 2 kleinere Kommoden oben drauf. Ich habe die aber überhaupt nicht gefüllt. Das wird noch nächstes Jahr. Und ich werde auch diese ganze Area nochmal komplett umgestalten, weil ab nächstes Frühjahr packe ich mir ein neues Schlafzimmer komplett neu kaufen. Und dann kommt auch das Studiozimmer dann da rein. Meine Tische und so werden dann dort aufgebaut. Also seid gespannt, wie das aussehen wird. Wir treffen uns heute, um die neue August-Meidelbox auszupacken. Ich habe mit dem Meidelbox-Team seit einigen Monaten, schon 4, 5 Monate mittlerweile, eine so tolle Zusammenarbeit. Das ist auch wirklich eine Kooperation, die mit der Heidi zusammen ich wirklich so krass toll finde. Also ich bin aber jetzt zum Beispiel nicht eine, die jetzt spoilert diese Boxen. Also ich zum Beispiel, ich lade jetzt immer wirklich fast auf den nächsten Monat, Anfang des Monats, lade ich die neue Box hoch. Ich habe jetzt die letzte Meidelbox erst etwa eine Woche nach Anfang August hochgeladen, weil ich finde es nicht immer so ganz so cool, wenn Leute halt praktisch zum 20. ihre Box erhalten. Dann, wie gesagt, dann spoilert man als YouTuber so ein bisschen. Und das finde ich ein bisschen schade, weil ich möchte eigentlich schon, dass ihr die Freude an den Boxen behaltet. Wenn ihr die Box bekommt, dass ihr einfach sagen könnt, Jenny hat die zwar reviewed oder ich habe sie deswegen ja gekauft. Aber das Problem ist halt, ich möchte sie euch nicht im Voraus zeigen, weil irgendwo ist es halt wie so ein Überraschungsei und ihr sollt euch weiterhin freuen. Alle Informationen, die ihr zu dieser super, super tollen Box findet, die kostet so 17, 18 Euro, 17,99 oder so, oder 17,95, ganz genau steht es unten in der Box drin. Und diese Box enthält immer ganz, ganz tolle Items. Make-up, Gesichtspflege und auch zum Beispiel letztes Mal war Sunscreen drin. Und ich fand diese Idee so, so, so cool, dass es einfach eine Box gibt, wo ihr auch zum Beispiel Lifestyle-Sachen bekommt. Ich habe zum Beispiel auch schon ein ganz tolles Schneidebrettchen bekommen, wo ich meine Make-up immer mische. Zum Beispiel, ich habe jetzt nicht immer, also zum Beispiel, ihr seht ja, ultra braun geworden. Und da mische ich zum Beispiel auf dem Schneidebrettchen. Also mein Freund hat es tatsächlich mal fürs Fashbomb benutzt. Ich war voll sauer, weil es voll das schöne Brettchen ist. Oder ihr bekommt eine wunderschöne Tasche. Ich habe jetzt eine Tasche bekommen gehabt beim letzten Mal. Die war unnormal schön und ich war so, so zufrieden mit der Meidelbox. Und ich muss auch sagen, dass es wirklich für die knapp 18 Euro echt ein Joke ist, was ihr dafür bezahlt. Ihr könnt auch individuell kündigen. Ihr müsst jetzt praktisch nicht so und so viele Monate. Ihr könnt einfach zum Beispiel, ich glaube, 3, 6 oder 1 Jahr im Voraus bezahlen. Und dann könnt ihr die 3 Monate testen. Hat sie euch nicht gefallen, dann ist es leider schade. Aber wenn sie euch gefallen ist, könnt ihr halt praktisch, habt ihr nicht zum Beispiel einen dauernden Zyklus, wie zum Beispiel bei so einem Magazin oder so. Und nicht vergessen natürlich meinen Kanal abonnieren, da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und bevor ich hier weiterrede, ich will eigentlich selber wissen, was da drin ist. Die Meidelbox hat jeden Monat ein ganz, ganz tolles Thema. Und zwar haben wir hier Souvenirs de Voyage. Dadurch, dass ich hier gar kein Französisch spreche, ist das irgendwie ein Reisethema. Das letzte war auch so ein Travel-Thema. Da gab es auch zum Beispiel auch voll cool. Ich habe jetzt neulich in der Stadt, in Stuttgart, eine Meidelbox-Tragetasche, die es etwa vor 2 Monaten gegeben hat. Die war übelst cool. Und wir packen jetzt mal gemeinsam aus. Leute, ein kleiner Tipp von mir. Ich behalte immer diese Boxen. Und zwar räume ich damit, die passen perfekt in solche Schubladen, zum Beispiel von meinen IKEA-Schränken. Und ich packe da immer zum Beispiel meine ganzen Concealer rein oder so. Ich behalte die tatsächlich. Und wir lesen jetzt mal, was in der Karte steht. Also es sind immer super süße Beutelchen drin. Es ist alles sehr fein säuberlich eingepackt. Also es ist einfach eine wunderschöne Box, die halt mit sehr, sehr viel Liebe gemacht ist. Was ihr halt auch einfach merkt, wenn ihr die halt euch anguckt. Fahre in die Welt hinaus, sie ist fantastisch und jeder Traum. Von Ray Bradbury eine Karte. Und ich lese euch mal die Karte vor. Das ist eine ganz, ganz süße Karte, die da drin kommt. Liebe Abonnentin, wie jeden Sommer liegen auch Wochen nach unserem Urlaub noch Mitbringsel in Massen überall in der Wohnung rum. Visitenkarten von Restaurants, in denen wir unbedingt nochmal vorbeischauen. Das ist übrigens in Handschrift geschrieben, das ist sehr schwierig zum Lesen. Möchten aus unserem Reisepässen nieselt noch immer feiner Sand und tragen lauter schöne Talismane mit uns herum. Wir haben ein paar unserer Lieblingsfundstücke aus diesem Sommer in deine Box versteckt. Was meinst du, in diese Box nicht perfekt in deine Mitbringsel dazuzulegen? Grüße vom anderen Ende der Welt. Es ist eine handgeschriebene Karte, seht ihr?
Das ist für mich total schwierig, weil ich selber schreibe halt Hardcore-Druckschrift. Also irgendwie ist das ganz schwierig zu lesen, aber unheimlich süß. Also das liebe ich auch zum Beispiel in der Mandelbox. Sie ist super detailreich. Also ihr habt wirklich unfassbar liebevolle Details. Ihr könnt die lesen. Es sieht halt, weil sieht aus wie frankiert und einfach Absender, die Weltenbummler vom Boulevard des Souvenirs. Also es geht einfach in dieser Box einfach um Souvenirs aus aller Welt. Und jetzt bin ich mal gespannt. Also, hier haben wir einen Beutel. Für gewöhnlich habt ihr hier zum Beispiel noch. Hier haben wir zum Beispiel einmal Sticker. Also, das sind Sticker, da steht so süße Reisesticker, die überall Dings. Kleines Paradies, Lieblingsort, My Little Box, Traumziel. Also, das sind so richtig süße Stickerchen. Und dann haben wir hier einige Sachen. Und zwar, jetzt fangen wir mal an. Ich habe hier die Stoffbeutel, Leute, behalte ich auch. Die sind auch, glaube ich, aus einem total coolen Biostoff. Also das ist wirklich auch cool. Wir haben jetzt hier einmal von Caudalie ein Radiance Serum Complexion Correcting. Das ist ein Color Corrector, glaube ich, so eine Art Primer. Die Produkte sind relativ teuer. Also das ist dieses hier, das Caudalie. Ich habe von dieser Marke gar nichts. Also bin ich auch sehr gespannt. Dann haben wir eine Mascara von Art Deco. Und zwar ist es die Perfect Volume Mascara Waterproof. Das ist natürlich im Urlaub unverzichtbar, eine Waterproof Mascara. Das Einzige, wo ich immer ein bisschen Angst habe, ist bei Waterproof Mascaras, dass die halt sehr, sehr schwierig abzubekommen sind. Diese werde ich definitiv mal hier in meine Schublade packen, damit ich sie direkt testen kann. Dann haben wir hier noch eine Detox-Maske. Und zwar dieses Reinigungsgel mit Kohle und Koallin bringt deine Haut blitzschnell wieder zum Strahlen. Ich liebe Kohlemasken total. Also ich benutze auch von DM total gerne diese Kohle-Tuchmasken. Oh, mein Stuhl klebt. Ein Moment. So. Ich muss tatsächlich unter meinen Hintern ein Handtuch packen, weil mein Stuhl mir anklebt. Und auf jeden Fall, diese Maske soll man ein bis zweimal die Woche als Peeling machen. Oder einfach 2 Minuten einwirken lassen und dann einfach abspülen. Ich werde das in die Dusche legen. Das ist von der My Little Box, von der Eigenmarke. Und Leute, was ich euch super empfehlen konnte, letzten Monat gab es diesen Blush. Das ist ein so, so schöner Blush gewesen. Ich trage den, ich habe den jetzt auch drauf. Und zwar ist das so ein Cremeprodukt gewesen. Ich habe erst gedacht, das sieht halt erstmal danach aus und ihr konntet den so toll. Das ist so ein bisschen radiant und ich habe jetzt, also er gibt ganz soft Farbe ab. Und ich habe ehrlich gesagt mit Cremeprodukten, gerade im Sommer, eigentlich sind es die super krass super Produkte, weil einfach Cremeprodukte sich schön mit dem Gesicht neigen. Das heißt, ihr habt praktisch nicht so starke Probleme, dass ihr aufcrackt oder so. Also ich habe heute schon relativ viel Make-up drauf, aber das ist jetzt einfach auch so, weil ich jetzt auch unterwegs gewesen bin. Trage jetzt gerade zur Zeit die LA Girl Pro Matte Foundation, Mega Foundation. Und diese Foundation kriegt ihr natürlich am besten ab, wenn ihr praktisch immer Detox macht. Ich finde es super, super wichtig, dass man Detox die Haut, weil ihr habt so, also teilweise, also was ich ja mit Essern drauf habe, ist echt ekelhaft, weil ihr natürlich durch das Make-up und Puder und irgendwelchen anderen komischen Konsistenzen, die da im Gesicht sind, habt ihr einfach ganz, ganz viel Bedarf, habt praktisch eure Haut auch zu detoxen. Und daher finde ich das mega, mega schön. Vielen Dank, liebes My Little Box Team. Und dann haben wir hier noch so kleinere Sachen und was Größeres. Ich lese jetzt mal hier. Es sind hier ein paar Stickers. Dein Laptop. Was steht da? Eine Lieblingstasche und Stiefel für den neuen Tag. Also, es ist eine kleine Karte, ein Schleifchen. Dann haben wir hier: Du hast ein Telefon gut, ein Telefonspeicher perfekt. Und sahne mit dem folgenden Kunden 10 Fotos gratis ab. Also ich nehme mal an, das ist so ein, das ist praktisch so eine Art Code, wo ihr Fotos ausdrucken könnt. Das werde ich auch definitiv nutzen. Das ist richtig, richtig, richtig cool. Und jetzt habe ich hier noch kleine Sachen. Bin ich mal gespannt. Diese kreisrunde Schatzmeister, ob Glücksbringer, Muschelzugticket oder andere Kleinigkeiten, diese kleine Schatzmeister verwahrt deine Souvenirs stilvoll und sicher. Also das ist richtig, richtig süß verpackt. Seht ihr das? Und das ist. Oh no! Ach, wie süß ist das denn? Das ist ein. Moment, das ist so eine Art Beutelchen. Ja, schaut mal, das ist so ein kleiner runder Beutel. Der ist richtig. Der riecht auch. Der muss auch Leder sein. Das ist so ein Beutel, den ihr praktisch zum Beispiel, wenn ihr Ohrringe drin habt oder so,
Könnt ihr zum Beispiel die zuklippern, seht ihr das? Also ihr macht praktisch die auf. Das ist so ein Knopfverschluss. Ich hoffe, das könnt ihr sehen. Ja. Und dann könnt ihr praktisch hier eure Ohrringe reinpacken, macht die einfach zu und habt sie somit in eurer Strandtasche oder so. Super, super süßes Item. Ich sag, die Sachen sind bei Meidelbox auch mega durchdacht. Finde ich richtig süß. Dann haben wir hier noch ein The World is Yours. Das sieht aus wie so ein kleiner Passportholder. Die Welt liegt dir zu Füßen. Segel setzen, Kurs auf die Pazifik. Einmal über den Atlantik bitte. Lauf schnell von einem Kontinent zum anderen. Kleine Abstecher zu den Meridianen gefällig oder möchtest du lieber hemmungslos zwischen den Hemisphären verlieren? Tu es vom Sofa aus und setz dich wirklich in Bewegung. Hauptsache, du hörst niemals auf zu reisen. So, das ist, sieht aus für mich wie eine Karte. Aber I don't know. Hey, wie schön ist die bitte? Also das, muss ich sagen, ist eine derart schöne Karte. Die werde ich definitiv aufhängen. Also das ist so eine ultra retro vintage gestylte Karte. Ich finde es richtig, richtig schön, Leute. Und zwar, ich glaube, in heutzutage in unserer Gesellschaft ist es ganz, ganz selten geworden, dass wir träumen, dass wir zum Beispiel auch einfach uns Ziele setzen. Wenn ihr zum Beispiel so eine Karte euch aufhängt, ja, und einfach mal nur markiert mit so kleinen Pins oder so, wo ihr gewesen seid, dann mehr werdet ihr merken, dass die Welt unfassbar groß ist, unfassbar farbenreich und ihr einfach sehen könnt, okay, ha, guck mal, ich zum Beispiel, ich wohne ja hier in Deutschland, das ist so ein kleiner Teil und die ganze Welt ist so, so groß. Ihr könnt zum Beispiel schauen, okay, wo ist Uruguay, wo ist Argentinien? Ich finde das eine sehr, sehr tolle Karte, sieht wunderschön aus. Ich habe definitiv vor, Leute, diese mir einzurahmen, weil ich finde die unnormal schön, weil mein Mann und ich haben tatsächlich eine kleine Wunschliste, wo wir einfach gesagt haben, wo möchten wir hin? Zum Beispiel, ich möchte so, so gerne nach South Africa und würde gerne Whale-Watching dort machen. Solange es einfach Wale gibt, hoffe ich einfach, dass ich noch welche zu sehen kriege. Und einfach um zu träumen und auch dieses Fernweh immer noch weiterhin zu genießen, glaube ich, ist es eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ich finde auch diese Karte unnormal schön. Sie sieht wirklich aus wie gezeichnet. Ich hoffe, ihr könntet das sehen. Die sieht aus wie gezeichnet und mega detailreich, also mega schön. Also das ist wirklich ein sehr schönes, träumerisches Item, wo ich einfach sage, das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Und dann haben wir noch ein Souvenir aus Indien. Und zwar ist das. Das ist eine Kissenhülle, Leute. Oh no. Ey, Leute, wie süß ist das bitte? Das ist von der My Little Box ein so süß. Also, das ist eine Kissenhülle. Ist das irre? Also, diese Materialien riechen nach Leinen. Also, das muss Leinen sein. Kann ich mir eigentlich nicht anders vorstellen. Da ist auch irgendwo so ein Cheat drin. Genau. Schaut mal, ihr habt immer so ein Cheat. Da stehen eigentlich alle Produkte drauf. Also, das ist ein fernöstlicher Stoffmarkt. Eine Kissenhülle. Inspiriert von Stoffen, die man auch aus indischen Marken finden würde, auf dem Markt finden würde. Das heißt, ich denke mal, da wird jemand gesagt haben, hey, vom Design her, also das ist so ein Schlupfkissen, also ihr könnt praktisch hier ein Kissen reinmachen. Was halt mega süß ist, ist, dass ihr hier zum Beispiel so zwei Knöpfe habt. Und ich muss sagen, die Madelbox erstaunt mich immer, immer wieder. Also ich muss hier auch echt nicht Arsch kriechen. Leute, ich würde die auch selber kaufen, glaubt mir mal. Weil ich finde halt, diese Kooperation ist immer super easy. Super, super lieb sind die. Und ihr habt wirklich Items, also Leute, so eine Karte zum Träumen, ein Kissen zum Schlafen, ein kleines Täschchen, um hier und da mal, sag ich mal, schöne Ohrringe zu verpacken oder so. Dann die Kissenhülle, dann auch ein bisschen was für die Haut. Ich finde das einfach wunderschön, dass die Madelbox einfach so detailreich ist und so sauber und unique eingepackt ist. Und wirklich, also ich meine, ihr kriegt eine Karte, die so derart schön eingepackt ist. Also ich muss sagen, vieles meiner sehr teuren Make-up-Items war nicht so schön eingepackt, muss ich mal gleich sagen. Da kriegt ihr halt einfach so eine blöde Verpackung drumherum. Und ich finde einfach diese Art, wie halt die Madelbox auch mit der Kundschaft umgeht und vor allen Dingen auch mit diesen Gefühlen der Menschen ist wahnsinnig wichtig, weil ich einfach denke, Menschen immer wieder daran zu erinnern, hey, die Welt ist verdammt groß, schaut euch sie an, ist wahnsinnig wichtig geworden. Also ich bin ja jetzt auch sozusagen, wenn ihr das Video seht, in meiner neuen Arbeit angekommen. Ich gehe in die Zeitarbeitsfirma, habe mich schweren Herzens von meiner alten Firma getrennt, weil ich einfach einen anderen Weg einschlagen möchte, weil ich auch einfach zu viel gearbeitet habe für das Geld, was ich verdient habe. Ich habe nicht schlecht verdient, aber ich muss sagen, mich reizt es jetzt einfach auch ein bisschen, mein eigener Boss zu sein. Ich mache die Zeitarbeit, dann plant ja auch einfach viel mehr.
Und ich möchte einfach auch hiermit sagen, vergesst nicht zu träumen, gönnt euch auch was, kauft euch ein schönes Auto oder geht einfach die Welt euch anschauen und lasst euch nicht zurückhalten von irgendwie, ich habe zu wenig Geld oder so, weil euer Leben ist so kurz, ihr werdet so froh sein, wenn ihr mal alle Flecken der Welt gesehen habt. Und wenn ihr eines Tages mal von dieser Erde scheidet, dann werdet ihr definitiv immer wieder zufrieden sein und sagen, hey, meine Pins sind auf der ganzen Welt gelassen. Ich habe überall meine Footprints in the Sand gelassen. Und auf diesem Weg sage ich euch, träumt weiter, reist. Ich wünsche euch eine wunderschöne Reise, falls ihr noch nicht auf dem Weg seid. Wenn ihr zurückkommt, bitte kommt wieder zurück. Seid gesund. Bringt einfach wunderschöne Memories mit. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder, meine Lieben. Habt euch lieb und bis bald. Und nicht vergessen, die 1000 Abonnenten-Verlosung kommt bald.